Ronny Thielemann lässt heute Ziegele beginnen. Eichinger muss dafür auf die Bank. Möger und Gomez rücken dafür ein Stück vor. Und hinten ist man mit Fünfer- bzw. Dreierkette sehr variabel unterwegs. 200 Fans mitgereist an den Sportpark Höhenberg in Köln. Zwickau in Weiß von links nach rechts hat die Partie von Beginn an gut im Griff. Lässt sich da nicht locken, gute Viertelstunde durch und die Viktoria macht sich erstmals bemerkbar. Kopfball von Handle mit überschaubarer Gefährlichkeit. Der FSV schöpft Selbstvertrauen aus der guten Defensivarbeit. Die eigenen Bemühungen, sie werden mutiger. Möker mit einem tollen Pass und der Ball ist nicht über der Linie. Vogt der Absender, aber was für ein super Pass von Möker, der aktuell der Top-Vorbereiter bei Zwickau ist. Vogt im Pech, dass der Ball nicht über die Linie geht. Ronny Thielemann, er schaut gespannt. Co-Trainer Robin Lenk jubelt schon. Thielemann dreht enttäuscht ab. Zwickau mit Löhmannsröben und einem weiten Pass auf Baumann. Der sieht Gomez. Gomez, kurz und trocken. 44. Spielminute, 1-0 für die Gäste. Was für ein einfacher Ball von Löhmannsröben, hinten rausgeschlagen. Schaut auf Baumann und der legt perfekt ab auf Joan Gomez, dem US-Amerikaner. Trifft zum fünften Mal in dieser Saison. 1-0 für Zwickau, das war auch die Pausenführung. Und jetzt darf Lenk und Thielemann das Duo jubeln. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselt die Viktoria gleich dreimal. Olaf Jansen, der Trainer, setzt also alles auf Offensive. Und es geht gut los für die Gastgeber, für Viktoria. Korunkiewicz, Ball zunächst abgeblockt und dann Brinkis. Handle, der Absender, Brinkis mit tolle Parade. Eckball für Zwickau. Göbel tritt den scharf auf den 5-Meter-Raum. Durcheinander, der Ball kommt zu Baumann. Gute Chance für den Angreifer, gute Chance für den FSV. Hier frühzeitig das Spiel in ihre Bahnen zu lenken. Somit weiter 1-0, aber der FSV, er bleibt aktiv. Über den eingewechselten Eichinger, in der Mitte ist aber keiner. Gute Aktion, der Zwickauer Handle rettet für Viktoria Köln. Eichinger im Doppelpass mit Göbel. In der Mitte fehlte der Vollstrecker. Dann der Sprung in die vierte Minute der Nachspielzeit. Brinkis kommt raus und verschätzt sich total. Der Ausgleich für Viktoria Köln. Jamil Siebert mit dem 1:1. Brinkis und Frick behindern sich da bei dieser Abwehraktion. Jamil Siebert profitiert davon, erzielt den späten Ausgleich. Natürlich sehr zum Unmut des Trainers Ronny Thielemann. Der Ausgleich, er hätte nicht fallen müssen. Frick und Brinkis hängen da ganz dick mit drin. Ich habe halt entschieden, dass der Ball klar für mich ist. Meiner Meinung nach komme ich auch klar ran, aber kriegt einer ab und kommt dann so nicht mehr ran. Ja, vom Gefühl her ist das erstmal wie eine Niederlage, das muss man so sagen. Wir haben so viel investiert. Ich bin der Meinung, dass wir auch die deutlich besseren Chancen hatten. Natürlich hatte Viktoria mehr Ballbesitz, mehr vom Spiel, aber wie wir das grundsätzlich verteidigt hatten, hat man dann auch hinten raus gesehen. Sie hatten dann diese langen Bälle, die wir eigentlich sehr gut verteidigt hatten. Und dann eben mit der allerletzten Situation, das ist natürlich mega bitter. Zwickau verschenkt irgendwie zwei Punkte. Am Ende müssen sie mit dem 1:1 leben. Frick und Brinkis beide nochmal im Zwiegespräch. Es war ein gutes Spiel des FSV Zwickau. Darauf lässt sich sicherlich aufbauen.